Der Ehrgeiz der Chinesen ist grenzenlos. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Auch dann, wenn es uns nicht gefällt. Schon gar nicht den Amerikanern. Die Amerikaner müssen damit rechnen, dass spätestens in den berühmten Zieljahren 2035, meinetwegen 38, wie sie wollen, die Chinesen auf Augenhöhe mit den Amerikanern sein wollen. Volle Schubkraft war angesagt in der jüngeren Zeit bei verschiedenen China-Indizes. Was war der Raketentreibstoff für eine so massive Entwicklung? Zum 75. Jubiläum der Volksrepublik China Anfang Oktober verkündete China die Wende vom Kommunismus, damals von Mao ausgerufen, in den Status einer echten kapitalistischen Wirtschaft. Egal, wie man jetzt die Kommunistische Partei in Peking bezeichnen kann. Mao verkündete ja bekanntlich den Kommunismus und die jetzige Regierung verkündet den Kapitalismus. Die jetzt gerade begonnenen ersten kleinen Schritte, kleine Zinssenkung, Liquiditätsverbesserung der Banken und verbesserte Rahmenbedingungen für den Immobilienmarkt sind die ersten Ansätze dazu. Das bedeutet, wir müssen China in einer anderen Weise einordnen für die Zukunft, als es bisher üblich war. Der Markt hat dies natürlich etwas euphorisch quittiert mit 25% Indexgewinn in 5 Tagen. Ist natürlich Quatsch. Das geht nicht und wird natürlich zu korrigieren sein. Es ist der Anfang. Wofür? China versucht zum 5. Mal in diesem Jahrhundert eine echte Rallye zu erzeugen. Nicht in der Wirtschaft allein, sondern tatsächlich auch in den Kapitalmärkten. 4-mal oder 5-mal, je nachdem, wie man das einordnen mag, wurde diese Rallye damals, angefangen vom Jahrhundertanfang, abgebrochen. Die letzten 2 am besten nachvollziehbar. Zum einen mit dem Desaster am Immobilienmarkt seit 4 Jahren, 5 Jahren und zum anderen mit den Folgen der Pandemie. Kein Land hat sich, das vergleichbar zu wäre, hat so etwas in den letzten 10 Jahren zu absolvieren gehabt. Der Immobilienmarkt war, wie sich viele erinnern können, der Anfang des gesamten Aufstieges Chinas nach der Öffnung des Marktes durch Deng Xiaoping. Sein Spruch ist vielleicht den einen oder anderen noch in Erinnerung, bereichert euch. Das war die Aufforderung an die Chinesen zu arbeiten und wenn sie arbeiten, können sie Geld verdienen und wenn sie Geld verdienen, können sie anlegen. Für die Chinesen waren dies Immobilien. Daraus entstand der riesige Immobilienboom der Chinesen, der zunächst in Europa allseits bestaunt wurde und inzwischen zur allgemeinen Krise wurde. Das ist natürlich ein seltener Fall. Die zweite Krise entstand durch die Pandemie. Kein Land der Welt hat so rigoros über 100 Millionen Menschen permanent in den Wohnungen festgehalten durch Lockdown wie die Chinesen. Die Einzelheiten dazu gibt es kaum. Aber wer sich dann näher damit beschäftigt, weiß, wie es funktioniert. Wenn man 100 oder 120 Millionen Menschen abwechselnd, je nach Stadt oder Land einsperrt und sie verhindert oder behindert, bedeutet das, dass natürlich das gesamte Lebensgefühl, der Konsum, die Konsumplanung, die Vermögensplanung aller davon betroffenen Menschen nachhaltig beschädigt ist oder mindestens zu deutlichen Veränderungen führt. Das zu reparieren ist bislang erst im Anfang erkennbar und wird sich erst in den nächsten Jahren darstellen. Also, China steht im Moment vor einer Entscheidung, die mit den eben genannten monetären Maßnahmen begonnen hat. Und nun stellt sich die Frage, was daraus für immerhin 1,4 Milliarden Menschen werden wird. Daraus entsteht der lange Trend. Vitaminpillen durch die Geldpolitik und auch durch die Fiskalpolitik sind ja das eine. Aber wenn Sie von langem Trend sprechen, sehen Sie auch aus der chinesischen Wirtschaft heraus Potenziale für nachhaltiges Wachstum? Und was sind die Faktoren dafür? 40% der
chinesische Wirtschaft gilt inzwischen als total privat. 60% gelten als weitgehend privat orientiert. 70% der gesamten Innovationen in der chinesischen Wirtschaft sind nach den Erkenntnissen des IWF privat orientiert. Oder, und 90% sind heute im Berufsleben an privaten Firmen beteiligt, beziehungsweise sind dort tätig. Das heißt, wir haben zwar immer noch eine kommunistisch orientierte Planwirtschaft, die bleibt vorerst noch bestehen, aber der Anteil des privaten Bereiches ist so groß, dass man heute davon ausgehen kann, zu sagen, China wird in 10 Jahren überwiegend ein privat orientiertes Land sein. Natürlich ist es anspruchsvoll, wenn die Regierung verkündet, bis 2035 wollen wir eine Verdoppelung des Bruttoinlandsproduktes erreichen. Das bedeutet 5% pro Jahr. Daran glaubt niemand im Westen. IWF geht immerhin von 4% aus. Ist ein Anfang. Jedenfalls sind das derart ambitiöse Ziele, die, das muss man hinzufügen, von einer Regierung verkündet wird. Und die Regierung oder die jeweiligen Institutionen sind gehalten, mit ihren Maßnahmen das umzusetzen. Und darin liegt die Dynamik. China ist eine Großmacht geworden für manche, damit vielleicht auch ein Rivale. Wie erwarten Sie den weiteren Umgang der westlichen Welt mit China, beispielsweise auch was Zölle angeht, was Handelsbeschränkungen angeht oder auch was den Zugang zur Technologie angeht? Der Ehrgeiz der Chinesen ist grenzenlos. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Auch dann, wenn es uns nicht gefällt. Schon gar nicht den Amerikanern. Die Amerikaner müssen damit rechnen, dass spätestens in den berühmten Zieljahren 2035, meinetwegen 38, wie sie wollen, die Chinesen auf Augenhöhe mit den Amerikanern sein wollen. In diesem Jahr wird das Bruttoinlandsprodukt etwa 18,5, vielleicht 18,6 Billionen Dollar umgerechnet erreichen. Das heißt, die Chinesen produzieren dieses Jahr mindestens 1 Billion Dollar mehr. Das erreicht kein Land auf der Welt. Auch die Amerikaner nicht. Geht nicht. Diese Dynamik, die ja mit hinter den Zahlen steht, ist natürlich der erkennbare Trend für die Entwicklung des Handels. China ist nicht aufzuhalten. Niemand kann es aufhalten. Wenn wir von China als Börsenwette sprechen, dann schauen wir vielleicht noch auf den chinesischen Aktienmarkt. Die Entwicklung jetzt zuletzt war natürlich sehr, sehr schwankungsfreudig. Wie würden Sie denn sagen, sollte man mit dem chinesischen Aktienmarkt umgehen? Sicherlich jetzt erstmal eine Beruhigung abwarten. Ist eine Kaufstaffel die richtige Strategie? Würden Sie auf einzelne Aktien gehen? Halten Sie ETFs für sinnvoll in diesem Markt? Oder was ist hier so die Leitlinie? Also was jetzt passiert ist, ist gerade der Anfang. Da kommen die üblichen technischen Korrekturen. Der chinesische Markt ist schwierig. Shanghai und Shenzhen ist für Privatanleger kaum zugänglich. Also können wir nur über Hongkong gehen. Denn wir können uns mit den einzelnen kleineren, mittleren Werten in China noch nicht beschäftigen. Dazu fehlen die Materialien, die Informationen, die Statistiken. Gangbar ist also am besten der Weg nach Hongkong, wo wir jederzeit die bekannten Werte, das sind ja insgesamt so um die 80, 70, 80, vielleicht 100 demnächst, Werte, die wir dort handeln können. Dafür gibt es die entsprechenden Checkunterlagen und so dass eine Analyse machbar ist. Das reicht komplett aus. Trend ist ein Allgemeinbegriff. Jetzt kommt es darauf an, und demnächst wird das wichtig, wer ist der Gewinner, der größte Gewinner, wie auch immer. Die Immobiliengesellschaften gehören dazu. Hochspekulativ, weil wir keine Zahlen kennen bis jetzt. Aber das wird ein interessanter, wenn auch, ich betone, spekulativer Teil. Die andere Seite sind die Autos. Inzwischen gibt es 100 E-Mobilautofirmen in China, die sich alle gegenseitig bekämpfen. Die Hälfte davon wird übrig bleiben, vielleicht auch weniger. Interessiert mich nicht. Mich interessiert nur, wer bleibt übrig und wer ist der Gewinner. Also wir haben zwei Dinge zu unterscheiden. A, was ist der Generaltrend, der ökonomische Generaltrend? Was macht der Markt, also der dortige Markt daraus? Und zum Dritten, wie ist man investiert oder wie verfährt man dann als Privataktionär? Ich meine, wenn eine Alibaba in 10 Tagen 50% steigt, ist natürlich Unsinn.
Natürlich gibt es dann Korrekturen, aber es zeigt nur, welches Potenzial in diesen Geschäften steckt, die alle, das betone ich, mit Umsatzzuwachsraten in zweistelligen Bereichen operieren. Sowohl Umsatz als auch Gewinn. Herr Bernecker, China ist ja auch eins unserer Highlight-Themen bei unserem nächsten Webinar am 7.11.2024. Herr Bernecker, Sie sind der Referent. Welche Schlaglichter sind ansonsten noch auf der Agenda zu dieser Veranstaltung? Machen wir vielleicht schon mal so eine kleine Vorausschau. Wir 2025 haben wir 5 verschiedene Gesichtspunkte zu beachten, die das Bild in der Zukunft sehr, sehr prägen werden. Natürlich das eben genannte Thema China. Das wird ein prägendes Thema sein, weil ich erklären werde, wie aus den genannten Umständen heraus, wie man damit umgeht. Natürlich wird man nicht 20% oder 30% des Portfolios in China investieren. Das ist Unsinn. Aber 10% sind vertretbar. Kurzum, das ist ein Thema. Deutschland ist die zweite herausragende, das zweite Rätsel 2025. In ca. 350 Tagen ist die Ampel erledigt. Was dann kommt, ist völlig offen. Wir haben eine völlig neue Parteienlandschaft in Deutschland. Wir haben auch in den Köpfen der Deutschen, gemäß Umfragen, einige Verwirrungen, die neu zu überdenken sind. Und daraus entsteht aus der Sicht der Besonderheit der Deutschen in ihrer jetzigen Entwicklung der letzten 2,5 Jahre eine Komponente einzuführen, die zu einem neuen Gesicht, zu einem neuen Gesichtsfeld führt. Deutschland lebt seit 70 Jahren beim Export. Und das weiß auch jeder. Wie fahre ich als Deutschland in dieser etwas komplizierten Welt, wozu auch China gehört, übrigens Russland ebenfalls, weiterhin erfolgreich auf der bisherigen Tour? Oder müssen wir wesentliche Abstriche machen, wir Deutschen, hinsichtlich unseres jetzigen Lebensstandards, den wir im Wesentlichen ebenfalls dem Export verdanken, der wiederum davon abhängt von unserer Bildung, von unserer Ausbildung und von unserer Bereitschaft zu arbeiten. Deutschland ist das Land in Europa, wahrscheinlich sogar weltweit, das sich die niedrigste Stundenzahl pro Monat oder pro Jahr erlaubt. Dann kann man auch sagen, fauler geht nicht. Denn die Produktivität ist leider nicht gestiegen. Die dritte Säule wird natürlich die amerikanische Wirtschaft sein. Egal wie auch immer der Präsident oder die Präsidentin heißen wird. Dann werden wir sehen, wie die größte Nation der Welt, Industrienation der Welt, mit immerhin noch 370 Millionen Menschen, ihre erste Position halten kann, wirklich halten kann, gegenüber den Chinesen zum Beispiel, demnächst in Indien, und was man daraus machen kann. Mit der hervorragenden Ausgangslage der Technik, mit den berühmten Adressen und der ferneren Entwicklung auf diesem Gebiet. Das ist das dritte. Das vierte ist wiederum ein Teil Deutschlands, nämlich Europa. Europa wird in anderen Ländern patriotischer oder nationaler. Diese beiden Worte sind in Deutschland ein Unwort. Es ist fast beleidigend, es zu sagen, wenn man es überhaupt verwendet, zu sagen national oder patriotisch. Da gibt es mindestens feindliche oder merkwürdige Blicke. Aber Europa besteht aus 27 Ländern, 19 davon sind im Euro verbunden. Jedes dieser Länder hat ein eigenes Volk, eine eigene Sprache, mehr dahinter, eine eigene Kultur, eine eigene Geschichte. Ist erstmals viele davon, sind wirklich seit 30 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, sind sie wirklich selbstständig und sie sind sogar stolz darauf, wieder Serbien zu sein oder Rumäne zu sein oder Lette zu sein oder was auch immer. Und sie wollen natürlich auch dies bleiben. Das sagen sie auch bei jedem Interview, bei jeder Befragung. Das einzige Volk, das dies nicht kann, ist Deutschland. Also, wie stellt sich Deutschland und die Deutschen
in diesem Kreis künftig dar und wie wollen Sie Ihren bisher guten Ruf behalten und so formulieren, dass Ihr eigenes Interesse gewahrt bleibt? Fragezeichen, was daraus kommt. Das ist also der vierte Bereich. Schließlich fünf, natürlich geht uns alle an, die Frage der Klimatechnik oder der Veränderung des Klimas und wie man darauf reagiert. Sämtliche wissenschaftlichen Gutachten, die es reihenweise gibt, belegen, dass die Art und Weise, wie die Deutschen das Thema angehen oder angegangen sind, nicht funktioniert. Die Sachfragen, die Ziele sind alle gleich. Nur wie man sie erreicht, darauf kommt es an. Und das ist das eine Existenzfrage für Deutschland. Schauen Sie sich die Berichte aller Nachbarn rund um Deutschland herum an. In den Zeitungen, im Fernsehen, wie auch immer. Ob Sie die Sprache alle verstehen, weiß ich nicht, ich auch nicht. Aber jedenfalls sind die Zitate umfangreich. Wir befinden uns in einer Situation oder haben uns hineinmanövriert in eine Einmaligkeit, in dem Glauben, dass wir der Welt beweisen wollen, dass nur wir genau wissen, wie man Klima steuert und alle anderen uns zu folgen haben. So falsch kann man eigentlich nicht liegen. Aber die Deutschen haben es probiert oder sind noch dabei. Das ist tatsächlich eine Existenzfrage, rein ökonomisch. Ich wiederhole, die wissenschaftliche Stand der Durchführung ist bekannt. Gibt es kaum Dissens. Die Führung, die Umsetzung, darin liegt das Problem. Und das wird für uns schon noch spannend werden. Die Börsenrätsel 2025, meine Damen und Herren, sichern Sie Ihren Teilnehmerplatz beim Webinar gleich heute. Seien Sie am 7. November dabei. Aktuell gilt übrigens auch noch der Frühbucherpreis. Warten Sie bitte nicht zu lange. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Vielen Dank an meinen Gesprächspartner Hans Bernecker. Vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Denken Sie dran, sich zum Webinar anzumelden. Ihnen noch einen hervorragenden Rest des Tages. Machen Sie es gut.